Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu FIFA 18. Ja, ich habe eben schon eine Stunde nach vorne gemacht, weil ich habe gerade aufgenommen. Und da habe ich mich so gedacht, hey, warum ist denn meine Stimme so leise? Aber der hat die Dinger vertauscht und deswegen habe ich meine Stimme mega leise gemacht gehabt. Ja, passiert, kann man nichts machen. Ihr habt mir sehr viele Stürme und so weiter in die Kommentare geschrieben gehabt. Irgendwie wird der Ton wieder nicht übertragen. Ich hasse das einfach. Ich hasse das bei OBS. Der nimmt die, also niedrige Töne nimmt der raus. Erst ab einer bestimmten Höhe wird es überhaupt übertragen. Das ist so nervig und dumm. Ich verstehe auch nicht, warum die das so machen. So, ja, wie gesagt, also wir holen uns jetzt keinen neuen noch, weil ich habe mir jetzt einen Stürmer gekauft. Ich denke, das reicht. Ich weiß jetzt auch nicht, welchen Verteidiger ich mir holen sollte. Wir haben ja eh Leute aus der Jugend, wo wir vielleicht da das Glück haben, sag ich mal, dass der vielleicht im Laufe der Saison dann anfangen kann. So, 4 Stunden noch. 3 Stunden noch. Ja, es wird knapp, mal sehen, wer weiß, ne? Top-Transfer. Kovacic ist nach Bayern gegangen. Not bad at all. Ja, es wundert mich aber auch irgendwie so ein bisschen. Ich glaube, ich muss echt mal aufhören, mit meinem, mit dem Transferbudget so komisch umzugehen, mit den ganzen Gehältern und so weiter. Weil das Ding ist zum Beispiel jetzt auch, wenn ich mal zum Beispiel so gucke, ja, hier ist mein Monatsbericht, bla bla bla. Die nächste Transferphase, ja, Digga, nerv nicht, Mann. Du bist eh so alt, du sei froh, dass du überhaupt noch da bist, ey. Wir können erstmal Training machen. Das ist schon mal das Erste. Dann gucken wir einfach mal, dass wir Leute aus der Jugend, sage ich mal, da hochkriegen. So, dann haben wir hier sogar noch einen Platz frei. Der hat zumindest kein starkes Potenzial mehr. Da steht leider auch nicht, wie alt der ist, ne? Das ist ein bisschen schade. Die lassen irgendwie wichtige Informationen immer weg, habe ich das Gefühl. Ah, Piosek verliert langsam an Wert. Ah doch, da steht ja das Alter, 20. Oh, ja, okay. Never mind. Ja, Braun, der trainiert schon. Krause. Ja, warum trainiert der denn noch nicht? Kann sein, dass ich dachte, oder dass wir da schon irgendwas umgeändert haben. Wir haben 2 Spieler mit D im Namen vorne, das ist eigentlich auch nicht so cool. So, ja, die haben sich zumindest mal ein bisschen angestrengt, war. Demesquitz. Ja, müssen wir gucken, der ist leider ZM, ne? Der hat eigentlich nicht so viel Zukunft. Ah, stimmt, Moser. Moser ist doch schon Innenverteidiger, der kann doch schon Innenverteidiger spielen. Dann gut, dass wir uns keinen gekauft haben. Dann gehen wir direkt mal weiter und mal gucken, gegen wen wir hier müssen. Erstmal können wir noch einmal trainieren. Ja, also eigentlich gucken, ich weiß gar nicht, ob sich das dann lohnt, den weiter zu trainieren, um ehrlich zu sein, den Gaut hier. Bin überlegen, den wieder rauszuhauen. Weil klar, früher oder später können wir einen ZM gebrauchen, gar keine Frage. Aber wenn ich mir das Team so angucke, Horn haben wir, Piosek, gut, okay, der muss halt wahrscheinlich dann bald weg und dann irgendwann noch André Day war. Wobei André Day ist halt, also es ist schon traurig eigentlich, wenn man sich die so anguckt. Na gut, unsere Innenverteidiger sind halt auch noch die gleichen. Und der kriegt irgendwie überhaupt nichts dazu. Also der braucht anscheinend 3 Jahre Pause, bis der mal wieder ran kann oder so. Gucken wir erstmal weiter. So, Leihangebot für Benjamin Horn. Okay, das ist tatsächlich ziemlich interessant. Die möchten den ausleihen. 1 Jahr. Ist halt die Frage, machen wir das? Weil ich habe auch gehört von anderen Leuten, dass es teilweise gar nicht so gut ist. Ne, wir lehnen mal lieber ab. Weil teilweise kommen die dann auch gar nicht besser wieder. Und der hat ja bei uns auch eine Startposition. Das heißt, viel mehr kann der bei der anderen Mannschaft auch gar nicht spielen. Davon mal ganz abgesehen. So, Kuchen, wir würden ja wissen, ob die Zeit in die Nationalmannschaft von Ecuador zu übernehmen. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr generell auch sowas Bock habt. Ich meine, wie ist das denn? Dann bin ich ja trotzdem noch weiterhin auch Trainer von Lotte, oder nicht? World Cup Viertelfinale. Beachten Sie, dass das Angebot hinfällig ist. Ich speichere mal, weil das ist halt FIFA, wäre es, wenn ich dann einfach weg bin auf einmal und meine Mannschaft da nicht mehr weitermachen kann. Aber wenn nicht, warum sollte ich das nicht annehmen? Ist doch egal, YOLO oder nicht. So, Büro, dann Nationaltrainer-Offerte, dann nehmen wir das einfach an. Nein, 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 annehmen, so, und bestätigen. Trainer, ja, nice, jetzt habe ich 2 Mannschaften oder was, ist ja cool, oder? Habe ich 2 Mannschaften jetzt? Sieht so aus. Okay, ging nochmal gut. Ja, man weiß also bei FIFA traue ich ehrlich gesagt zu, dass ich dann kein Trainer mehr der Mannschaft bin. So, dann gucken wir mal, wie das jetzt hier aussieht in der Startausstellung. Wir haben jetzt hier diesen einen. Ja, den haben wir nicht, unseren Innenverteidiger, den anderen. Der ist, glaube ich, ist der überhaupt schon alt genug, ist die Frage. Mannschaft, Teamzentrale, Transfer, Büro, Jugendstab, Jugendakademie, da. Der Innenverteidiger, ne, der ist auch 15. Junge, der ist einfach 15 und jetzt schon 65. So, what the fuck, Alter. Ja, der hat ein gutes Potenzial, ne? Den würde ich schon gerne eigentlich mehr nach oben ziehen. Ich meine, stell dir vor, selbst wenn er nur 86 hat, das reicht ja schon, Alter. Der ist heftig so, ne? Die Leute werden sich, betteln darum, mit dem spielen zu dürfen. So, dann starten wir jetzt mit der Elf einfach mal gegen Mönchengladbach. Bin ich gespannt, wie es läuft. Ich werde hier gerade mal noch den Ton ein bisschen runterdrehen. So, und dann gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt. Okay, Freistöße, bin ich ein Profi drin. Das habt ihr ja schon mitgekriegt. Zack, in den Winkel. Boah, Junge, der war echt voll gut, Alter. André, der ist einfach heftig so.
Ja, von der Seite kann ich es jetzt leider nicht. Nee, okay, der ist ja komplett scheiße, Alter. Da kann ich ja gar nichts. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie dieses Spiel heute laufen wird. Wie gesagt, mit einem Sieg können wir uns hier den ersten Platz zurückholen. Ich denke mal nicht, dass wir hier ja, die beste Mannschaft sind. Deswegen spielen wir so ein bisschen auf Konter erstmal und werden dann schauen, wie sich das Spiel so entwickelt. Zack, erstmal nach hinten. Juan. Er will natürlich jetzt auch beweisen, dass er zu Recht nicht verliehen worden ist. Im Gegensatz zu Meyer. Okay, der ist aber auch neu. Oh, da ist er, der neue Stürmer. Zack, kann er direkt durchspielen. Ah, leider kann ich da nicht zum, komme ich da nicht zum Schuss. Aber der will auch hier. Oh, ja, schön. Perfekt dem Gegner vorgelegt. Aber ist natürlich kein Ding. Hier kann man natürlich locker easy den Ball spielen. So, ich hoffe, vom Ton her funktioniert das. Aber das sieht bei OBS eigentlich ganz gut aus. Da sehe ich in der Mitte laufen. André Day. Oh mein Gott, er kriegt ihn sogar. Kann aber nicht schießen. Kann aber flanken. Vielleicht eine Ecke? Nee. Schade, egal, aber schön versucht von André Day, Dr. Sommer im Tor, das ist ja auch klar bei Gladbach, wer auch sonst. Bam! Also ich wüsste zu gerne mal, also ich würde mir gerne mal so die Startelfen der Mannschaften von Bayern und Real und so weiter angucken, weil mich würde generell interessieren, ob die auch jetzt schon so neue Talente spielen lassen. Weil ich weiß gar nicht, also ich kenne mich in der Karriere ja gar nicht aus. Einer, mit dem ich geredet habe, meinte, wenn zum Beispiel Ribéry oder so aufhört, dann gibt es irgendwie so ein Jahr später, gibt es in der, also wenn du den hattest, dann gibt es so ein Jahr später, gibt es quasi so einen gleichen, der halt anders aussieht, aber die gleichen Werte hat quasi, aber noch besser ist als Ribéry. Ich weiß gar nicht, wie der das nannte, aber so gut kenne ich mich halt nicht aus. Oh Junge, er hat Bock! Er war zwar ein Foul, aber er hat Bock. Das ist das, was zählt, meine Freunde. Du musst einfach auch mal ein bisschen. Boah, zack! Oh Junge, die Mannschaft hat hier Bock auf jeden Fall zu gewinnen. Wundert mich tatsächlich, dass wir hier besser sind gerade. Ich muss danach mal gucken, aber eigentlich müsste es noch Legende sein. Aber es ist halt. Was, Legende ist halt gegen KuchenTV, ist es halt nichts so, ne? Es ist halt klar. Außerdem, wir führen ja auch noch nicht. Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen zurückhalten. Ja, mein Ziel für die Liga ist auf jeden Fall erstmal nicht absteigen im ersten. Oh, Digga, gib mir doch die Nummer 8, die steht doch daneben! Und da gibt sie mir fünfmal hintereinander nicht. What the fuck? Ich hasse das bei FIFA. Boah, Junge. Ah, ich lasse ihn jetzt mal frei laufen. Ah, er gibt da eh nicht hin. Jetzt gibt er wieder zurück. Ja, also den Ballbesitz, da kann ich gerade nichts gegen machen, gegen die Dings. Und wahrscheinlich jetzt auch das 1-0, das wäre ziemlich bitter, aber typisch für mich. Ja, außer die spielen natürlich das so schlecht, dann ist da natürlich keine Gefahr. Ja, Stürmer läuft so ein bisschen zumindest, aber da kann ich gerade nichts machen. Ich kann generell gerade nichts machen. Also hier spielt sich so keiner wirklich frei. Wenn man mal hier einen schön auf die andere Seite erstmal, dann kann er nämlich in die Mitte laufen. Dann nehme ich der Stürmer den Ball. Der sieht oben André Day, aber der kriegt nicht den Ball. Das war sogar Piosek, nur nicht mehr. Nicht mal André Day. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare auch schreiben, was ihr denkt, wie lange wir noch unsere Spieler, also die Leute vom Anfang spielen lassen. Weil bisher sind ja auch nur noch 3 Stück da. Das finde ich eigentlich auch heftig, wie schnell du so eine Mannschaft, sage ich mal, auswechselst. Obwohl du ja das nicht mal sehr krass die ganze Zeit machst, sondern immer mal wieder. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, es sind noch 3 Leute, wenn du mal überlegst, von 11. Das heißt, 8 Leute sind jetzt anders. Das ist schon krass eigentlich, finde ich irgendwie. Und das sind auch relativ viele. Ich finde es übrigens auch nice, dass, ja, unser, also der Spieler, den wir jetzt haben, der ist ja, der, gut, der ist halt erst 20, aber dass der nur Rotationsspieler sein will, wundert mich ein bisschen. Weil ich meine, der muss doch auch eigentlich wissen, was er kann, oder? Da habe ich übrigens wieder gedacht, dass er mir den intelligenteren Spieler gibt. Ist leider nicht passiert. Oh, hau ihn doch weg. Oh, hau ihn doch einfach weg. Hau ihn doch weg jetzt. Schön, er kam sogar entgegen. Das hätte der andere Stürmer von uns nicht gemacht. Wie hieß er nochmal? Siehst du, man kennt ihn einfach schon gar nicht mehr. Oh, Junge, zack. Oh, wunderschön gespielt. Braun kann jetzt beweisen, dass er es kann. Braun, zack. Oh mein Gott. Heftig. Oh, eine Ecke. Das ist alles, was wir wollen, Leute. Eine Ecke ist perfekt. Das ist genau das, worauf wir hier spielen. Ecken sind die neuen Tore. Oh nein, er schießt. Oh, er ist weggelaufen, mein Spieler. Lol, okay. Erstmal nach hinten kommen. Oder auch nicht. Sehr schön. Erstmal aufpassen. Erstmal ruhig. Wir haben Zeit. Ja, und dann der Fehlpass. Habe ich schon gesehen. Es hat sich auch keiner irgendwie mal freigespielt oder so. Aber die Verteidigung steht natürlich wie eine Eins. Die wollen nicht ausgewechselt werden mit unserem neuen Talent. Das ist klar. Die haben Bock, hier weiterzumachen. Oh, das wäre fast die Einser-Torquote gewesen, meine Freunde. Leider nicht ganz. Dafür reicht es halt noch nicht. Aber mal gucken. Bisher eigentlich ganz gutes Spiel von ihm. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber er gefällt mir jetzt schon besser als Rosinger, muss ich zugeben. Ich kann aber auch ehrlich nicht sagen, welchen Grund das jetzt irgendwie haben könnte. Irgendwie, er läuft irgendwie sympathischer so. Er spielt sich öfter frei, habe ich so das Gefühl. Boah, fast hier das erste Gegentor wäre es das erste Gegentor der Saison? Ja, ne, ich glaube. Oder haben wir gegen Augsburg 1-0, glaube ich, gewonnen, ne? Müsste, glaube ich, 1-0 gewesen sein. Ja, natürlich bitter hier. Ne, wir wollen natürlich, also unser Ziel ist 34 Spiele ohne Gegentor. Ich denke mal, gerade mit so einer Elf wie von Lotte kann man da auf jeden Fall mal von träumen.
Sowas ist leider gar nicht gut. Obwohl, er hat zumindest noch den Ball. Andre Day, der spielt auch richtig gut. Ohne Witz, der gefällt mir richtig nice, dieses Game. Er will auch beweisen, warum er nicht verliehen wurde. Ah ne, das war der sogar. Andre Day! Oh! Und sie sind am Jubeln. Ah, Andre Day. Oh, was ein Typ. Das ist der neue Typ, der die Torschützenkanone der ersten Liga halten wird. Ich sag's euch, meine Freunde. Hat er nicht auch im letzten Spiel getroffen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Kopf sieht ein bisschen zusammengedrückt aus, aber auf jeden Fall nicer Typ, ey. Junge, was ist denn los? Ich dachte so, ja, okay, easy, erstmal spielen wir um Abstieg oder so, aber wir hauen ja hier alle Mannschaften einfach ganz locker weg. Jedes Mal 1-0 ist auch eine super gute Torstatistik mit 34 plus. Und, ja, mit 34 plus und... Boah, Junge. Ja, sowas ist natürlich immer gefährlich, aber ja, da ist natürlich Schneider am Tor. Der finde ich auch krass, der ja schon 78 hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Neuer hat. Gar nicht so viel mehr, oder? Der hat, glaube ich, na, 90 oder so. Also gut, noch 12, aber dafür, dass der erst 19 ist. Mal gucken, wann Bayern uns den abkaufen wird. Na. Ja, also bisher auf jeden Fall läuft die Saison ja ganz gut. Ne? Ist immer ein bisschen, ich weiß nicht, ist halt die Frage, ob man die Schwierigkeit vielleicht auch irgendwann mal hoch machen sollte. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich meine, wir sind zwar jetzt jedes Jahr aufgestiegen, auch relativ klar eigentlich, aber ja, Legende ist halt trotzdem eigentlich schon ziemlich hoch. Es geht, glaube ich, auch nur noch eins drüber, ne? Und das ist dann halt, also, da würden wir dann wahrscheinlich sogar safe absteigen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, guter Versuch. Ich denke, wir gucken erstmal, wie die Saison läuft. Ich meine, noch haben wir das Spiel ja auch nicht gewonnen und dass wir gegen Augsburg gewinnen, okay. Gladbach ist jetzt auch nicht die stärkste Mannschaft, würde ich sagen, also... Schauen wir einfach mal, ne? Verteidigungsmäßig kann ich das ja auch eigentlich gar nicht so gut, das muss man auch sagen. Das sah dann, Andre Day natürlich, der macht halt solche Dinge, ne? Das ist typisch. Also da könnten wir halt auch auf Ultra Super Weltklasse spielen, aber jetzt steht es eh erstmal 1-0, denke ich. Obwohl, er spielt nochmal nach hinten. Ja, dann kann ich da nicht richtig verteidigen und er kann schießen, aber Emil Schneider ist natürlich einfach auch ein klasse Torhüter. Der für 5 Jahre unterschrieben hat, was ich auch krass finde eigentlich, weil ich meine, guck mal, das ist halt so eine Sache, die finde ich... Oh, ich dachte schon jetzt faul oder so. Die ich relativ unrealistisch finde. Weil klar, du hast jetzt so einen Verein wie Lotte. Okay, vielleicht... Ja, eigentlich hängst du nicht dran, um ehrlich zu sein. Eigentlich ist es dir scheißegal so. Also du bist ein Spieler, der halt so krasse Leistungen zeigt, der einfach richtig heftiges Potenzial hat. Und das wird er ja auch selber wissen. Ja, also er wird sich nicht denken, oh, hoffentlich schmeißt Lotte mich nicht raus. Ich finde nie wieder einen anderen Verein. Wenn der allein jetzt schon mit 20 einen Wert von irgendwie 6 Millionen hat als Torhüter. Und ich meine, in echt würde man für den wahrscheinlich auch 50 Millionen zahlen oder so. Ja, kriege ich den? Na klar, easy, Digga, so. Ne, das heißt, in echt würde man wahrscheinlich sogar 50 Millionen für den zahlen. Und dass er dann sagt, für 5 Jahre, okay, ich spiele jetzt beim Verein, der ja international bisher noch gar nichts reißt, wir waren ja auch noch nie international, der jetzt zweimal aufgestiegen ist, okay, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir in der ersten Liga bestehen. Ich meine, klar heißt es, aber wir sind heftig so. Außer natürlich, wir spielen solche Bälle. Ja, es ist dann halt Andre Day, ist halt eher so der Typ, er will die Tore machen, er gönnt es halt keinem anderen so. Ne? Das kostet einem eventuell auch ein paar Punkte im Laufe der Saison, aber kann man nichts machen. Na, was war das denn von mir, ey? Spieler im Fokus. Ja, sein erstes Spiel bisher auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen. Also ich würde den auf jeden Fall so, finde ich auf jeden Fall bisher besser als Rosinger und Co. Aber wir haben eh nur einen anderen Stürmer, als der ist der auch besser, so Braun. Kann der eigentlich irgendwie tricksen? Boah, Junge, zack, Alter, zack, zack, zack. Oh, da rennt er. Oh, Piosek kann es hier klar machen, aber es ist halt Piosek. Den wir unbedingt auch bald mal auswechseln müssen, glaube ich. Also generell aus dem Spiel nehmen. Brocks Wechselung. Wechselfreudig. Achso, ja gut, die Wechseldings ist gerade zu Ende und schon kommen wieder die ersten Transfergerüchte auf. Das ist heftig beim Fußball. Junge, da hat er mich aber... das ist bitter. Das habe auch echt schön rausgespielt, das muss man sagen. Also da hat er mich jetzt einfach mal so, zack, hat er mich stehen lassen. Ja, der wird auf jeden Fall weggekauft, würde ich sagen. Gut, dass da keiner steht. Naja, es ist jetzt halt auch nicht... Kann man jetzt auch nicht so krass den Vorwurf machen. Vielen lieben Dank. So, dann muss ich jetzt hier vielleicht mal Piosek rausnehmen. Ich weiß nicht, eigentlich nicht, ne? Wir müssen in der nächsten Transferphase auch mal einen Stürmer verkaufen. Ich denke, das Kapitel Rosinger ist halt einfach beendet so. Damit müssen wir uns jetzt einfach zufrieden geben. Ja, man sieht es halt, nicht mal auf der Auswechselbank reißt er was. Das ist echt traurig. Zack, da steht er jetzt natürlich nicht in der Mitte. Aber da stehen andere in der Mitte. Springt. Ich wusste gar nicht, dass man zu früh springen kann überhaupt. Zack. Hab jetzt Beef, zack, weitergeben. Zack, weitergeben. Dann wieder über die Außen, wo wir eigentlich nie was reißen, wo unsere Flanken eh nicht ankommen.
Dann haben wir den Ball noch wieder erstmal. So, dann dahin, dahin. Ja. Da hat er den nochmal. Schade, ich dachte, der grätscht irgendwie rein und versucht den Ball nochmal zu passen. Gut, man muss sagen, wenn Piosek so einen Ball natürlich reinmacht, dann ist das natürlich easy. Wir müssen gegen Hamburg. Hoffentlich steigen die dieses Jahr auch mal in FIFA ab. Also, sie sind jetzt 2 Jahre in FIFA ja nicht abgestiegen. Finde ich auch komisch irgendwie, sage ich mal in dem Sinne, weil ja, in echt spielen die halt seit 10 Jahren um den Abstieg. Das war dumm. Oh gut. Seit 10 Jahren spielen die halt um den Abstieg in der Bundesliga und sind dann ja auch abgestiegen. Und bei FIFA, ich glaube, die waren letzte Saison, haben die sogar um die internationalen Plätze gespielt. Also ein sehr unrealistisches Szenario hier. Ja, zack. Oh, da kann er sich nicht ganz durchsetzen. Aber ein Schuss. Ich weiß nicht, ob FIFA das jetzt als Schuss zählt oder nicht, aber er hat zumindest versucht. Das ist schon mal ganz nice. Boah, zack, kriege ich den. Kriege ich ihn nochmal. Da, schön nach unten gespielt. Da muss ich ihn leider schon da hinspielen. Aber dann durch. Braun. Mann. Ey, Junge, guck mal, wenn ich solche Sachen einfach mal reinmachen würde, Alter, dann würde ich hier 5-1 gewinnen oder so. Ich meine, ich bin gerade sowas von heftig am Drücker. Das ist ja schon beängstigend als Lotte. Ja, da muss schon mal einer mitkommen. André Day, er kann es halt wieder klar machen. Aber wie gesagt, er will halt auch nicht der krasse Torschütze sein, weil sonst wird er weggekauft. Das weiß er natürlich. Fick dich! So. Ja, die blocken sehr viele Pässe von uns ab. Aber solange wir im Ballbesitz bleiben, ist es egal. So, wir sollten vielleicht auch mal wechseln, weil es ist halt einfach mal Zeit so, ne, würde ich sagen. Das Problem ist zum Beispiel, offensiv will ich die halt alle so lassen. Das ist eigentlich perfekt. Das heißt, Rosinger wird es halt echt schwer haben. Da machen wir den einfach, obwohl das gar nicht seine Position ist. Hohenstedt darf rein für Meier. Wobei wir da auch einen verkaufen. Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Komm, dann kann Hohenstedt sich wenigstens nicht mehr beschweren. Ja, er will halt die anderen, er will halt nicht immer nur zugucken beim Spielen. Ja, okay, da. Schade, ich wollte gerade den Stürmer in eine Szene setzen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wohin. Dann habe ich gesehen, dass der Stürmer sich freiläuft. Da haben wir den aber auch einfach wieder so. Oh, da muss Braun als Team über sich hinauswachsen. Macht er auch. Foul, alles easy going. Fass bitte jetzt. Dankeschön. Da steht er, da kann er schießen! Osabute. Komischer Name übrigens. Aber kannst du nichts machen. Das ist eigentlich ein richtiger Spieler. Ja, doch, der sah schon so aus. Also, man sieht ja schon den Unterschied. Aber ich war mir gerade nicht sicher, deswegen den gerade vertauscht. Ja, da würde ich gerne lang. Würde ich ihn gerne in den Lauf spielen, aber ich glaube nicht, dass das viel Sinn gemacht hätte. Ich wüsste gerne von den Werten her. Ich wüsste gerne von den Werten unserer Spieler her, ob wir mit so Mannschaften wie Gladbach mithalten können. Weil ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben eher so schon so 70, 75, glaube ich, ne? So im Durchschnitt. Ja, habe ich auch gesehen, Schiri, habe ich auch gesehen. Ja, komm, okay, dann darf Rosinger, darf nochmal ran hier. Wenn er jetzt ein Tor schießt, wäre es für ihn halt ziemlich bitter, weil er ist halt einfach raus so, ne? Er ist halt, mit ihm wird halt überhaupt nicht mehr gerechnet, wie mit einem kaputten Taschenrechner so. Es ist ihm, denke ich mal, auch klar. Oh, da muss er überlaufen, da läuft er. Kruse hat hier die Chance, alles klar zu machen. Aber verkackt. Aber vielleicht holt er sich den Ball wieder. Hat keine Anspielstation. Leider bin ich da auch zu dumm, um sowas dann mal hier zu punishen. Das ist bitter. Das ist todesbitter. Da musste ich reingehen. Kann ich nichts machen. Boah, zum Glück nur die gelbe Karte. Das ist auch nochmal Glück gehabt hier. Ja, Elfmeter halten kann ich sowieso nicht. Also, das heißt, das Spiel haben wir hier schon so gut wie verloren, würde ich sagen. Oh, er schießt schnell. Ja, also ich springe immer in die falsche Ecke. Jedes Mal. Das kann es gar nicht sein. Ja, der wäre halt, also er wäre wahrscheinlich sowieso reingegangen. Dann dachte ich, vielleicht kriege ich den Ball noch. Aber ich war leider ein bisschen zu weit hinten. Schade, wir haben eine sehr starke Phase gehabt, haben richtig viele Möglichkeiten gehabt und am Ende, ja. Na, vielleicht noch Hober. Ja, was, Alter? Was? Damit hat jetzt nie aus dem Nichts. Hober einfach aus dem Nichts macht er den. What the fuck, Alter? Das feiere ich ja gerade einfach tot, ey. Boah, da muss man aber auch schön nah rangehen. Junge, das ist ja das Tor der Saison. Kann der jetzt auch mal schießen? Hallo? Schießt er jetzt auch mal? Oh, zack, aber unhaltbar. Ja, Hober ist auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut, würde ich sagen. Ja, weiß nicht, jeder hat in die Kommentare geschrieben, ja, erst fragen, ob die Geschwierigkeit so hoch ist und dann verlieren. Nee, aber nix da, Alter. Ja, wobei, vielleicht kommt er ja nochmal. So, erstmal raus hinten, das ist erstmal das Wichtige. Ja, Rosinger kann den Ball behaupten, das ist alles, was er machen soll. Da oben läuft Braun. Ja, aber leider nicht so weit. Also der, ja. Ball geht dann leider woanders hin, als ich das möchte. Und dann ist der Ball auch schon wieder auf unserer Seite. Ja, müsste unser sein. Ja, schrieb ich auch so gesehen.
So, Braun muss jetzt auch mal beweisen, dass er da durchkommt. Ja, fast. Ja, ich muss eigentlich mal ein paar Tricks lernen, wenigstens so einfache Tricks, so ein bisschen durchzukommen durch die Abwehr und so, weil wenn ich da mit Braun einen austrickse und ich kann dann da direkt durchlaufen, das ist halt auch mega stark. Mache ich aber irgendwie nie, weil ich damit nicht klarkomme. Wobei der hat natürlich auch erst 73, das muss man dazu sagen, also. Ja. Ah, da liegt natürlich wieder ein Spieler von mir. Bitter jetzt hat hier Dings die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Ja, den habe ich. Easy. Und dann kann ich nochmal hier keinen Konter machen, weil das Spiel abgepfiffen wird, meine Freunde. Ja, egal. 2-2 würde ich sagen. Der Ball war aber auch knapp. Habe ich gar nicht so gesehen, aber sehr schön. Ja, 2-2. Ich denke mal, das ist ein faires Ergebnis. Also wir hätten das eigentlich wahrscheinlich sogar easy gewinnen müssen. Wenn man das jetzt ganz genau nehmen möchte, so wir machen jetzt mal hier dann Simulation stoppen, dann machen wir weiter, zack, trainieren wir die erstmal noch, 4, 3, 2, 1, Peng. So, unser 65er kriegt auf jeden Fall ganz gut was dazu, Deckung aber auch noch nicht ganz so gut, da können wir auf jeden Fall erstmal noch weitermachen. So, dann gucken wir uns die Tabelle an, einfach weil es lustig ist, dann drehe ich mich mal hier zur Seite, dann sehen wir schon, also wir sind momentan Vierter, also besser kann es eigentlich gar nicht laufen, außer wenn wir Erster wären. Aber ist komplett in Ordnung, würde ich sagen. Für zwei Spiele kann man das auf jeden Fall so anbieten. Wobei, nach zwei Spielen ist es natürlich auch noch nicht so, man sagen kann, ja, das ist ja klar, dass wir da gewinnen. So, willkommen an Bord. Leihangebot. Noch ein Leihangebot. Ich will den gar nicht verlängern. Ah, nee, das war das schon. Oh, falsche E-Mail. Meine Rolle im Verein. Ja, hast du Pech. So, ich bin enttäuscht. Ich weiß, Sie sind der Boss, aber ich denke, dass ich gut gespielt hätte. Ja, und das hat der andere Stürmer auch. Kann man nichts machen. So, jetzt gegen Hamburg, meine Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir die auch schon und so weiter im nächsten Part. Es ist verdammt heiß. Und ja, bis dahin dann. Okay, thanks, bye.